Gute Nacht, der Hörspielkanal. Angeblich genügen 4 Koordinaten, um den eigenen Standort in Raum und Zeit zu bestimmen. Deshalb beginne ich diese merkwürdige Geschichte mit den Koordinaten. Man braucht mir die Geschichte natürlich nicht zu glauben und man würde es auch wohl nicht tun, selbst wenn ich mich bemühte, jeden damit zu überzeugen. Es war im Herbst, in einem Herbst, der jetzt, wo ich das erzähle, bereits der Vergangenheit angehört. Damit hätten wir also die Zeitkoordinate. Nun den Ort. Die Geschichte fing in einem Redaktionszimmer an. Ich saß am Schreibtisch und klapperte auf der Maschine eine Reportage herunter. Was es war, weiß ich nicht mehr, das ist auch unwichtig. Jedenfalls befand ich mich in der Redaktion im Stadtzentrum. Draußen fuhren Autos und hell erleuchtete Straßenbahnen vorbei. Aus dem gegenüberliegenden Kino strömten die Menschen zur Haltestelle. In einer Wohnung über mir dudelte ein Radio und da begann es. Das Telefon schrillte. Hallo? Grüß dich, Asio. Gut, dass ich dich noch erreiche. Das war Koppert, der Physiker. Wie geht's? Was gibt's Neues? Mein Apparat ist fertig. Das freut mich. Ich weiß zwar nicht, wovon du sprichst. Na, vom Titon. Aha. Sagte ich, offenbar ohne den gehörigen Enthusiasmus, denn Koppert schien gekränkt zu sein. Wolltest du nicht bei der Erprobung des Titons dabei sein? In wenigen Minuten ist es soweit, im Institut. Entschuldige, dass ich dich so spät benachrichtige, aber du weißt ja, wie das mit den Vorbereitungen zu solch einem Versuch ist. Das kostet immer doppelt so viel Zeit, als man zur Verfügung hat. Hm. Diesmal ist es nicht anders, aber ich hoffe, dass alles klappt. Dann hast du einen handfesten Knüller für die erste Seite. Gut, bloß sag mir wenigstens, wozu dieses Ding da... Titrom. Richtig, wozu das Titrom dient. Komm her und sieh dir's an. Ich fürchte, ich verstehe nicht viel davon. Keine Sorge, du wirst es schon kapieren. Die Ergebnisse dürften für dich sensationell sein und nicht nur für dich. Ach, hör auf zu prahlen. Du mach wenigstens ein paar Andeutungen, damit deine Kollegen mich nicht für einen totalen Dummkopf halten. Vergiss nicht, der Freund eines großen Mannes zu sein, das verpflichtet wenigstens ein bisschen was von seiner Arbeit zu wissen. Auch wenn dieser große Mann ein Physiker ist. Ich würde mich ja breitschlagen lassen, aber leider drängt die Zeit. Ich muss mit den Versuchen anfangen. Also bis gleich, ich erwarte dich. Ich komme sofort, rief ich in den Hörer. Griff nach meinem Mantel und lief hinaus. Ein trüber Herbstabend empfing mich. Es nieselte. Meine Gummischuhe rutschten auf dem nassen Gehsteig. Das Licht der Laternen sickerte matt durch den Sprühregen. Autos flitzten mit rauschenden Reifen über glänzenden Asphalt. Im Schaufenster der Blumenhandlung auf der anderen Straßenseite schimmerten von Lampen angestrahlt violette Chrysanthemen in einer riesigen Vase. Ich stand an der Bordsteinkante und versuchte, ein Taxi anzuhalten. Wieder. Endlich verlangsamte eins die Fahrt, kam von der Straßenmitte herüber und hielt vor mir. Zum Institut. Zum Elektrophysikalischen Zentralinstitut. Straßenbahnen, lange Reihen erleuchteter Geschäfte und Neonreklamen glitten vorbei. Dann folgten Gärten, eine Kastanienallee und gelbe, am Asphalt klebende Blätter. Schließlich hatten wir die Einfahrt zum Institut erreicht. Der Pförtner, ein alter Mann mit grauem Stoppelbart, war in seiner Loge eingenickt. Ich klopfte an die Scheibe. Können Sie mir sagen, wie ich zum Labor von Dr. Koppert komme? Ja, das ist hier. Gleich hier die Treppe rauf. Ja? Erste Etage. Ja. Dann gehen Sie den Korridor nach links, zur dritten Tür rechts. Da ist sein Labor. Ja, danke schön. Nicht ganz sicher, ob ich mir alles richtig gemerkt hatte, stieg ich die Treppe zum ersten Stock hinauf. Da war der Korridor, hier die Tür. Hier musste es sein. Ich trat ein. Der Raum war menschenleer und dunkel. Nur durch eine angelehnte Tür fiel von der Seite ein Lichtstrahl herein. Im Dämmerschein erkannte ich an den Wänden Apparate. Über den Fußboden wanden sich Kabel, die im Nebenraum verschwanden. Vorsichtig stieg ich über sie hinweg und erreichte die Tür. Dahinter, 2 Schritte von mir entfernt, lag auf dem Fußboden eine dicke Metallplatte, die von einem Scheinwerfer angestrahlt wurde. Die Rüssel seltsamer Apparaturen reckten sich ihr entgegen. An den Wänden blinkten Kontrolllämpchen. Dort entdeckte ich ein paar Männer in weißen Kitteln. Sie diskutierten derart erregt, dass es von weitem her nach einem Streit aussah. Worte konnte ich nicht vernehmen, sie gingen im tiefen Summen der Transformatoren unter. Niemand bemerkte mich.
Ich wollte zu der Gruppe hinübergehen, hatte jedoch Angst, mich den seltsamen Apparaten zu nähern. Schließlich entschied ich mich für den kürzesten Weg direkt über die Metallplatte. Kaum hatte ich einen Fuß darauf gesetzt, als die Kontrolllämpchen zu flackern anfingen. Hey, Sie! Runter da! Ja, aber das ist doch... Wer ist denn das? Runter von der Platte! Wie auf Kommando drehten sich die Männer zu mir um. Ihre Gesichter waren zu unheimlichen Grimassen verzerrt. Ich wollte zurückweichen, aber es gelang mir nicht. Wärme durchströmte plötzlich meinen Körper, drang bis in die letzte Zelle. Ein gleißender, weißer Fleck, heller als die Sonne, blendete mich. Ich verlor das Gleichgewicht, dann wurde es dunkel. Ich stürzte hin. Unter meinen Händen spürte ich die Kühle der Metallplatte. Die Lampen im Labor waren erloschen und ich sah niemanden mehr. Gespensterhafte Stille umgab mich. Das Mondlicht zeichnete die Fensterkreuze auf den Fußboden. Was war mit Koppert und den anderen geschehen? Hatte ich etwa ihren Tod herbeigeführt? Durch einen Stromstoß? Aber ich konnte doch nicht wissen, was passieren würde. Ich starrte auf die Stelle, wo sie gestanden hatten, strengte meine Augen an, um zu erkennen, ob sich nicht ihre weißen Kittel vom Fußboden abhoben. Koppert? Koppert! Koppert! Warum habt ihr denn das Licht ausgemacht? Scheiße. Koppert, mach keinen Quatsch, komm raus. Also, ich verstehe schon mal einen Spaß, aber das könnt ihr mit mir nicht machen, nicht mit mir. Koppert! Verdammt, ihr seid so... Das kann doch nicht... Ich bin doch eben durch die Tür... Die Tür gab nicht nach. Das kann doch nicht wahr sein. Saß ich in einer Falle? Schweißtropfen traten mir auf die Stirn. In einer Ecke des Labors knackte es. Hallo! Ich verlor die Nerven. Hallo! Mit aller Macht hämmerte ich gegen die Tür. Dröhnend hallten die Schläge im Korridor wieder. Wie von Sinnen trommelte ich weiter. Plötzlich hielt ich inne. Vielleicht war die andere Tür mit den Kabeln offen. Aber auch diese Tür war fest verschlossen. Ich stemmte mich dagegen. Sie rührte sich nicht. Am merkwürdigsten fand ich, dass die Kabel verschwunden waren. Da hörte ich draußen auf dem Korridor schlurfende Schritte. Ein Schlüssel drehte sich im Schloss, die Tür sprang auf, ein heller Spalt klaffte in der Dunkelheit, jemand trat ein und knipste das Licht an. Der grelle Schein tat meinen Augen weh, unwillkürlich kniff ich sie zusammen. Auf der Schwelle stand der Alte aus der Pförtnerloge. Was treiben Sie denn hier? Wo ist Koppert? Um diese Zeit wird er wohl zu Hause sein. Und was haben Sie hier zu suchen? Ich war mit Koppert verabredet. Was denn? Um 1 Uhr nachts? Natürlich nicht. Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen? Doch nicht am Ende durchs Fenster. Sie haben mich doch eben selbst eingelassen. Wollen Sie mich für dumm verkaufen? So nicht. Alles ist abgeschlossen. Sie konnten hier gar nicht rein. Bestimmt sind Sie abends hier geblieben. Geben Sie schon zu. Ich weiß. Im Leben passieren die unmöglichsten Dinge. Mann, nun reden Sie mir doch keine Schwachheiten ein. Vor 10 Minuten haben Sie mir selbst den Weg beschrieben. Und jetzt sagen Sie mir endlich, wo Koppert ist. Habe ich doch. Wahrscheinlich schläft er längst. Aber ich habe ihn eben noch hier gesehen. Bitte rufen Sie bei ihm an und überzeugen Sie sich. Wozu? Wenn er wirklich schon gegangen ist, kann er noch nicht zu Hause sein. Dann weiß ich auch keinen Rat. Hat er nicht eben erst das Institut verlassen? Nein, das war vormittags, um 11. Um 1 Uhr nachts ist er nie hier. Wann, sagen Sie? Um 1 Uhr nachts. Und da geht Ihre Uhr falsch? So, es ist doch erst 10. Also tatsächlich, das verstehe ich nicht. 1 Uhr. Wäre es nicht vielleicht doch besser, wenn Sie ihn anrufen? Kommen Sie. Gehen wir zum Telefon. Er öffnete die Tür und ließ mir den Vortritt. Beim Schließen achtete er komischerweise darauf, dass er mir nicht den Rücken zukehrte. In der Pförtnerloge schob er mir das Telefon hin. Ich wählte Kopperts Nummer. Lange hörte ich nur das Rufzeichen. Es dauerte eine kleine Ewigkeit, bis sich jemand meldete.
Dr. Koppert, bitte. Aber. Hier ist Yasio. Du hast mich ins Institut gebeten. Jetzt bin ich hier, aber... Wohin habe ich dich gebeten? Ich sollte mir doch einen Versuch ansehen und... Was für ein Versuch? Ja, keine Ahnung. Du hast von einer Sensation gesprochen. Yasio. Ja. Wenn ich wirklich sowas gesagt haben sollte, ist das wirklich kein Grund, mich mitten in der Nacht aus dem Bett zu holen. Du wolltest doch, dass ich sofort komme. Yasio, du hast deinen Sitz und das kommt in den besten Familien vor. Aber lass mich jetzt bitte schlafen und ruf nicht nochmal an. Ich habe morgen früh zu tun. Ja, du hast mich doch um 7... Das muss jemand anders gewesen sein. Ich bitte dich, von Freund zu Freund, mach, dass du ins Bett kommst. Wozu bin ich denn überhaupt ins Institut gefahren? Was? Du bist im Institut? Oder von wo rufst du an? Aus der Pförtnerloge. Gib mir bitte den Pförtner. Ja. Ich reichte dem Alten neben mir den Hörer. Koppert schien ihm etwas zu erklären, denn der Alte wiederholte ein und das andere Mal... Jawohl. Jawohl, Herr Doktor. Ich habe verstanden. Verstanden, Herr Doktor. Ja? Ich gebe den Herrn. Und dann streckte er mir mit einer devoten Geste den Hörer hin. Yasio, in Zukunft lass mich mit deinen albernen Scherzen aus dem Spiel. Ich möchte unter keinen Umständen, dass es heißt, Freunde von mir hätten nach einer Zechtour im Institut randaliert. Also pass auf, Yasio. Ich habe dem Pförtner gesagt, dass du Journalist bist, eine Reportage über Nachtwächter schreibst und im Zusammenhang damit seine Wachsamkeit auf die Probe stellen wolltest. Klar? Jetzt schäle ich nach Hause. Ich wollte dir nur sagen, Koppert. Gute das... Nacht, Yasio. Darf ich bitten? Ich werde sie hinauslassen. Der Alte ging mit dem Schlüssel in der Hand voran. Über den Steinstufen vor dem Portal flammte die Außenbeleuchtung auf. Frische Nachtluft schlug mir entgegen. Ich trat ins Freie. Nicht wahr? Sie schreiben nicht, dass Sie unbemerkt hereingekommen sind. Mhm. Wissen Sie, ein alter Mann macht schnell mal ein Nickerchen. Mhm. Und wenn das rauskommt, bin ich meinen Posten los. Ja, nein, kein Wort werde ich schreiben. Vielen Dank. Sie müssen aber auch wie ein Geist reingehuscht sein. Tatsächlich, wie ein Geist. Und was das Schlimmste war, ich wusste selbst nicht wie. Vielleicht hatte sich Koppert einen Scherz erlaubt, aber dann hätte er es doch am Telefon zugegeben. Wie war er überhaupt so schnell nach Hause gekommen? Nein, ausgeschlossen. Vielleicht hatte er doch recht und ich hatte einfach zu viel getrunken. Ich wüsste nur gerne, wann und wo. Erinnern kann ich mich an nichts. Aber das ist natürlich kein Beweis. Andererseits erinnere ich mich an alles ganz deutlich. Koppert hatte mich angerufen und zu sich ins Institut gebeten. Es war nicht nett, dass er es jetzt abstritt. Ich muss stundenlang auf dieser Platte gelegen haben. Vorher regnete es, also habe ich mehrere Stunden bewusstlos dagelegen. Nur warum haben die mich im Labor eingeschlossen, statt mir zu helfen? Vielleicht glaubten sie, ich wäre tot und wollten meinen Leichnam verstecken, um ihn einen günstigen Augenblick wegzuschaffen. Aber dann wäre Koppert ein eiskalter Schuft und das ist er nicht. Er würde dann auch nicht einfach schlafen gehen. Was könnten die auch für einen Grund haben, meinen Leichnam verschwinden zu lassen? Ein Unfall während eines Versuches ist schließlich kein Verbrechen. In solche Gedanken versunken, langte ich endlich beim Apartmenthaus an, wo ich im 4. Stock eine kleine Wohnung hatte. Der Portier öffnete mir und betrachtete mich aufmerksam. Nant? Guten Abend, Herr Redakteur. Ich dachte, Sie sind schon vor einer Stunde gekommen. Da müssen Sie sich getäuscht haben. Natürlich. Aber ich habe Sie inzwischen nicht noch einmal weggehen sehen. Wenn Sie also jetzt kommen, muss das vorhin jemand anders gewesen sein. Ja, so wird's sein. Aber wer war das dann vorhin? Ich ließ ihn stehen, sollte sich doch allein den Kopf zerbrechen. Der Fahrstuhl brachte mich in den 4. Stock. Ich schloss meine Wohnung auf und betrat den dunklen Korridor. Die Tür zum Zimmer war nur angelehnt und ich hatte das Gefühl, dort wäre jemand. Ich schlich mich an der Wand entlang leise hinein. In der Finsternis hörte ich tiefe Atemzüge. Hastig suchte ich den Lichtschalter, stolperte über ein paar Schuhe und vernahm die Atemzüge jetzt ganz dicht an meinem Ohr. Ich knipste die Deckenlampe an. Jemand lag in meinem Bett und schlief. Wer konnte das sein? Mir wurde heiß und kalt. Mit ein paar Schritten war ich am Bett und starrte dem Schlafenden ins Gesicht, der sich, als ich vor Entsetzen aufschrie, unruhig hin und her wälzte. Nein, ich irrte mich nicht. Das war ich selbst. Ich stürzte aus der Wohnung. Kein Fahrstuhl da. Also raste ich immer 2 Stufen auf einmal neben die Treppe hinunter. Der Portier rief mir nach. Herr Redakteur! Um Himmels Willen, was ist los? Ohne zu antworten, raste ich zum Taxistand an der Ecke, sprang in den ersten besten Wagen und keuchte Koppots Adresse.
Was ich gesehen hatte, überstieg die Grenze meiner Fantasie. Immerhin hatte ich den Schlafenden genau erkannt. Es war mein Haar, meine Nase gewesen. Und über dem Stuhl hing meine Jacke. Kein Zweifel. Dies war ein Glied in der Kette der nächtlichen Ereignisse, zu denen Koppert den Schlüssel besaß. Lange reagierte niemand auf mein Klingeln. Endlich vernahm ich Schritte und an der Tür erschien Koppert im Morgenrock. Was denn schon wieder, du? Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich ins Bett schicken. Hör zu, du musst mir etwas erklären. Glaub mir, ich habe nicht einen Tropfen Alkohol getrunken. Das kannst du sonst wem erzählen, ja, sehr. Na, Ehrenwort, ich bin stocknüchtern. Bisher hast du nie Wert darauf gelegt, als Antialkoholiker zu gelten. Hauch mich doch mal an. Bitte. Also tatsächlich, du scheinst wirklich nichts getrunken zu haben. Was treibt dich dann hierher? Ist etwas Ernstes geschehen? Na, komm rein. Ob es etwas Ernstes ist, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall finde ich es höchst seltsam und unbegreiflich. Erzähl schon. Sag zuerst, ob du dich heute Abend mit mir verabredet hattest. Nein. Aber du bist im Institut gewesen. Nein, ich war auf einer Versammlung der Astronautischen Gesellschaft. Aber du hattest mich doch zu einem Versuch mit diesem, Apparat eingeladen. Meinst du das Zitron? Ja, also hast du mich eingeladen? Keineswegs, ich hatte zwar die Absicht mit dir... Na schön, vielleicht kannst du mir aber dann erklären, wieso ich mich zu Hause in meinem eigenen Bett habe liegen sehen, obwohl ich selbst daneben stand. Also funktioniert es. Ich weiß zwar nicht, was funktioniert, aber sag mir wenigstens, ob ich an Halluzinationen leide oder vielleicht spinne oder sonst was. Weder noch, lass dich umarmen, Yasio. Du bringst eine fantastische Nachricht. Nichts könnte mir mehr Freude bereiten. Das ist ein großer Tag. Komm, das müssen wir begießen. Du und Alkohol, ey. Jetzt verstehe ich überhaupt nicht. Aber Yasio, sowas muss einfach begossen werden. Nein, es wird klappen. Ja, also, du weißt ja gar nicht. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung. Kein passen Dunst. Lass mal, ja, so komm erst mal. Hier, trink. Ich weiß auch absolut nicht, worüber du dich so freust. Darin, dass ich mich selbst gesehen habe, kann ich einfach überhaupt nichts Erfreuliches entdecken. Für mich ist das ein Zeichen, ja sogar eine Garantie dafür, dass meine Experimente gelingen werden. Sind Sie denn heute nicht geglückt? Heute habe ich keine gemacht. Ich wollte mich erst nächstens damit befassen. Nächste Woche? Nein, in dieser. Wie denn? Ja, heute ist doch schon Donnerstag. Ja, und? Ja, was heißt aber? Donnerstag ist vorbei oder kommt erst, wolltest du das sagen? Ja. Wahrscheinlich hast du gehört... Koppert! Koppert, du vergisst dich. Ich wollte nur... Spar dir deine Rechtfertigung, Koppert. Du wolltest ihm alles verraten. Der große Gelehrte, der große Physiker... Dass ich nicht lache. Ich hätte bestimmt kein Wort verlauten lassen. Es genügt, dass du ihn in eine andere Zeit versetzt hast. Anscheinend hast du völlig vergessen, dass man dir ein Stipendium gegeben hat, damit du hier historische Studien betreibst. Jetzt fängst du an, dich wie ein Genius der Epoche aufzuspielen. Meine Herren, was hat das alles zu bedeuten? Misch dich nicht ein, mein Junge. Wir sind alte Freunde von Koppert. Du hast dich mies benommen, Koppert. Gar nicht zu reden von dem Wein. Du achtest zu wenig auf dich. Wenn wir nicht rechtzeitig gekommen wären, hättest du uns genauso einen Streich gespielt, wie Elias ihn sich erlaubt hat. Nichts dergleichen. Außerdem war das eine ganz andere Epoche. Ein paar tausend Jahre früher oder später ändern nichts am Wesen der Dinge. Elias hat auch behauptet, er hätte nichts getan, wäre nur mal eben auf den Antigravitatoren herumgeschwebt. Trotzdem wird noch heute von ihm geredet. Vorsicht. Ja, sie hört alles mit an. Macht nichts. Seit den letzten Experimenten in Amerika wissen wir, dass man ihm sowieso nicht glaubt. Selbst wenn er etwas über uns weiß. Er ist Journalist. Unwichtig. In dieser Epoche lassen ihn die Wissenschaftler ohnehin nicht zu Wort kommen. Na, pass auf, Uhren. Ich schlage vor, wir machen mit ihm ein zweites Experiment. Einiges weiß er ja schon. Hast du festgestellt, Nu, wer sein Sohn, wer sein Enkel gewesen ist? Dürfte ich jetzt endlich erfahren, wovon eigentlich die Rede ist? Wo hast du diese Typen aufgegabelt? Reg dich nicht auf, Yasio. Das sollst du sofort erfahren, Yasio. Also... Unser lieber Freund Koppert, Spezialist für Soziologie vergangener Epochen, wurde mit einem Forschungsauftrag in das 20. Jahrhundert geschickt. Von wo geschickt? Na, aus unserer Epoche. Aus eurer Zukunft. Übrigens hat er sich hier nicht überarbeitet und das Leben des 20. Jahrhunderts ausgiebig genossen. Nehmen wir nur den Wein. Der ist in unseren Zeiten undenkbar. Dann ist unser teurer Koppert mit dem Projekt für den Bau eines Ditroms hervorgetreten. Das beweist übrigens absolut nicht, dass er ein großer Wissenschaftler ist. Solche Apparate baut in unserer Ära jede drei Käse hoch. Er wollte die Reaktion der Menschen eures Jahrhunderts auf die für euch immerhin interessante Erfindung untersuchen.
Natürlich war es nicht vorgesehen, Menschen in eine andere Zeit zu versetzen. Und wenn er es nun doch getan hat, dann war das ein grober Vertrauensbruch. Yasuo ist ganz zufällig da hineingeraten, wirklich. Es war reiner Zufall. Du hättest dich vorher absichern müssen, Koppert. Nicht wahr, Nu? Die Menschen unseres Zeitalters sind für ihre Fehler verantwortlich. Das ist mir zu hoch. Was? Begreifst du nicht? Dieses in eine andere Zeit versetzen. Nichts einfacher als das. Wir leben in einem normalen vierdimensionalen Raum. Die Menschen eurer Epoche dagegen können sich nur in drei Dimensionen bewegen, weil die Zeit für sie immer vorwärts eilt. Was ist daran so Besonderes? Dass man mit Hilfe der fünften Dimension tatsächlich zu jedem Punkt dieses vierdimensionalen Raums gelangen kann. Man kann sich in das Morgen versetzen, in das Gestern, in das Geburtsjahr der eigenen Mutter, in die Eiszeit oder in eine noch fernere Vergangenheit. Wie kann man sich in etwas versetzen, was gar nicht da ist? Ihr wollt mir doch nicht weismachen, dass der gestrige Tag noch existiert. Und ob er das tut. Genau wie der morgige. Das ist Quatsch. Na, warte, ich will versuchen, dir das an einem Beispiel zu erläutern. Ja. Stell dir vor, du gehst einen Feldweg entlang und kannst nicht zurückschauen. Kannst es nicht, auch wenn du noch so sehr wolltest. Du gehst also den Weg entlang und an dem Weg steht ein Baum. Du weißt, er ist da, denn wenn du dich ihm näherst, siehst du ihn ja. Aber sobald du an ihm vorbeigegangen bist, hört er auf, für dich zu existieren. Du wirst ihn nie mehr sehen, weil du nicht imstande bist, dich umzudrehen. Er ist für dich verschwunden wie der gestrige Tag. Du behauptest also, dass wir in der Zeit nicht zurück können zum Gestern, so wie es in dem Beispiel kein Zurück zu dem Baum gibt. Genau. Ein Umkehren ist zwar generell möglich, bloß leider nicht so einfach. Ein Umkehren in der Zeit, das will verstanden sein. Wenn wir umkehren, dürfen wir in eurer Welt nichts verändern. Sonst würde sich das auf die Zukunft auswirken und unsere Welt verändern. Wieso das? Inwiefern sollte... Na, denk doch an das Großvaterparadoxon. Was? Richtig, davon kannst du noch nichts wissen. Stell dir vor, du hättest dich ein paar Jahrzehnte zurückversetzt und tötest nun deinen eigenen Großvater, der zu dem Zeitpunkt ein kleiner Junge ist. Danach kehrst du in dein Zeitalter zurück und was zeigt sich? Einer deiner beiden Elternteile hat nie existiert. Du selbst bist nie geboren. Das ist absurd. Wie sollte ich feststellen, dass es mich selbst nicht gibt? Das ist absurd sowas. Nur auf den ersten Blick absurd. Jeder Mensch eurer Epoche weiß, dass man die Zukunft gestalten kann. Dasselbe kann man auch mit der Vergangenheit tun. Das mag sein, meinetwegen, aber in der Redaktion nimmt man mir das nicht ab. Solche Geschichten kann man nicht einmal in der saure Gurkenzeit bringen. Ja, so ist es immer. Wenn man euch was erzählt, glaubt ihr es nicht. Ihr müsst alles selber nachprüfen. Gerade darin besteht doch die Macht der Gattung Mensch. Ihre Stärke. Überlegt doch, Yasuo. Wir sind auch Menschen. Das sieht man doch, oder? Nur euch erscheint das zu simpel und deshalb haltet ihr uns für Mars- oder Venusbewohner oder überhaupt für Wesen von anderen Sternen. Dabei drängt sich die Tatsache, dass wir Menschen sind, und zwar eure Nachkommen, ganz von allein auf. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass auf einem anderen Planeten Vernunftbegabte, dem Menschen äußerlich ähnliche Wesen leben, ist unendlich gering. Na schön. Nach allem, was ihr hier ausgeplaudert habt, könnt ihr euch unbesorgt ein Glas Wein zu Gemüte führen. In der Bilanz eurer Verfehlungen spielt das keine Rolle mehr. Irrtum, lieber Freund, Irrtum. Wir führen ein Experiment durch. Und zwar mit Genehmigung. Mit Genehmigung, Koppert. Habt ihr auch einkalkuliert, was Yasuo danach tun wird? Und wie das heutige Gespräch sein Leben verändern kann? Darüber zerbricht ihr nicht den Kopf, Koppert. Koppert, das ist unsere Sache. Sollte sich in meinem zeitlichen Sein irgendetwas ändern, dann weiß ich jedenfalls, wo die Schuldigen zu suchen sind. Juan, hast du die Koppert-Kopie? Die was bitte, Kopie? Natürlich. Hier ist die Kopie von Koppert. Koppert? Koppert ist tot. Du, Koppert. Koppert, sag doch was. Da hat der Juan dich... Und du... Ja, erschreck nicht, Yasuo. Das ist nur eine Kopie, ein synthetischer Koppert, der nie gelebt hat. Für euer Verhältnis allerdings eine sehr genaue Kopie. Und mit euren Mitteln kann man keinen Unterschied zwischen ihr und dem echten Koppert feststellen. Deshalb wird euer Arzt morgen bescheinigen, dass Koppert einem Herzanfall erlegen ist. Na los, es ist Zeit für uns. Und wir legen die Koppert-Kopie am besten hier auf die Couch. Gehen wir, Nu? Gehen wir, Juan. Was man dazu gehen sagen kann. Gehen wir also. Du auch, Koppert. Mach's gut, Yasuo. Und alles gut. Und was weiter? Für dich sorgen wir schon. Hier, nimm diese Pillen. Warum soll ich... Schlucks. Für alles Übrige sorgen wir. Du wirst dorthin zurückkehren, von wo du gekommen bist. Ich schluckte die Pille und...
fand mich auf der Metallplatte des Titroms wieder. Männer in weißen Kitteln standen an den Schalltafeln. Einer von ihnen bemerkte mich. Treten Sie bitte von der Abschirmung. Ist mir was passiert? Nein, der Apparat ist noch nicht eingeschaltet. Aber es ist besser, die Abschirmung nicht zu betreten. Wann schalten Sie ihn denn ein? Sobald Koppert kommt. Ich weiß gar nicht, warum er sich ausgerechnet heute verspätet. Er hätte schon vor einer knappen Stunde hier sein müssen. Koppert kam auch nicht. Allerdings war ich der Einzige, der in diesem Augenblick bereits wusste, dass Koppert sich gar nicht verspätet hatte, sondern in die Zukunft abgedampft war. Am nächsten Tag stellte der Arzt fest, dass Koppert einen Herzanfall erlitten hatte. Aber hätte mir irgendjemand geglaubt, dass es gar nicht Koppert war, sondern eine Koppert-Kopie? Oder dass ich einen schlafenden Mann in meinem Bett gefunden hatte, der ich selber war? Nein. So wahr ich das alles so erlebt habe, journalistisch ist es leider absolut unergiebig. Gute Nacht, der Hörspielkanal.